Hallo, es ist Wolf Games und herzlich willkommen zu Sonic Adventure und ja, zur großen Angel-Episode. Denn wir spielen Big the Cat und warum Angel-Episode? Er hat schon eine Angel und ihr werdet genau sehen, was ich damit meine, wenn wir jetzt anfangen. Er setzt sich schon hin, möchte angeln und mal sehen, was das genau bedeutet. Erstmal kriegen wir aber eine schöne Anfangssequenz und etwas fällt vom Himmel. Eine Sternschnuppe. Vielleicht können wir uns hier etwas wünschen, aber erstmal schlafen wir unter dem Power-Up, weil, ja, wieso auch nicht, wir können ja unter dem Power-Up schlafen. Und da ist unser Frosch Froggy, der aber abhaut. Froggy, nein, Froggy, geh nicht, Froggy, bleib hier. Oh nein, ist es Chaos? Oh nein, Froggy, nein. Aber okay, alles ist gut. Hoffentlich lebt Froggy noch. Aber wir sind big. Und das nicht nur vom Körperumfang, es ist unser Name. Oh Mann. Die Augen sind ein bisschen verstörend. Ich sehe Froggy jetzt. Ach, da ist Froggy. Ah, alles gut. Oh ja, und jetzt hat Froggy plötzlich einen Schwanz. Wir haben ja schon gelernt, dass ein eventuell ein Chaos Emerald drin, dementsprechend. Was ist los, Froggy? Genau. Oh, wait. Hä? Moment, was? Hä? Ich dachte, er hat den Schwanz wegen dem Chaos Emerald. Er hatte eben noch keinen Schwanz. Hat er den vom Chaos? Was? Genau. Froggy, nein! Froggy! Oder wurde Froggy so manipuliert vom Chaos, dass er wegläuft und den Chaos Emerald stehlen soll? Das vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Froggy, wo bist du? Genau. Ich finde schön, dass er für mich läuft. Ich laufe ihn nicht, by the way. Das ist eine Cutscene. Ja. Oh. Froggy, no. Oh. Ja, wir sind big. Ich muss mir in die Steuerung gewöhnen. Wir können angeln, aber hier nicht. Und wir müssen nach Froggy suchen. Und müssen gucken, wo er ist. Im Twinkle Park vermutlich nicht. Wir sollten einfach mal, glaube ich, unsere gute Fee Navi. Ja, gut, sie ist nicht in Zelda, aber vermutlich. Ja. Gut, Kanalisation. Ich meine, Wasser ist schon mal gar nicht mal so falsch. Dann versuchen wir halt hier mal Froggy in der Kanalisation zu kriegen. Und das sieht ja auch recht gut aus, dann raus, dass es eine Kanalisation ist. Und oh, guck mal, ein kleines Upgrade direkt schon am Anfang. Ich finde es krass, dass wir am Anfang ein Upgrade bekommen. Ach so, Moment, das ist noch nicht mal. Oder kann ich hier rein? Nein. Okay, Eingang zu. Oh, ich habe es missverstanden. Ey, wir haben einfach ein Upgrade gefunden, ist doch fein. Es war nicht der Plan, aber es hat funktioniert. Und, na, wir wissen ja schon von der Sonic-Saga, dass es in der Stadt einen kleinen Eingang gibt zur Kanalisation. Da können wir auch als Big hingehen. Ich versuche ein bisschen schneller zu sein, der Big ist echt langsam. Es ist eine dieser seltsamen Charaktere hier und, ah ja, da ist ja ein Auto. Und da ist Froggy. Froggy, bleib hier, bleib stehen. Oh, da ist ja Froggy. Froggy. Ja, Big ist ein bisschen seltsam. Das ist ein Auto. Ist einfach. Genau, was soll das denn? Genau. Der Synchronsprecher. Ja. Der Synchronsprecher hatte bestimmt sehr viel. Oh. Ja, RIP. Da waren wir mit Sonic hoch, da kommen wir als Big hin. Ja, vielleicht kommen wir auch. Aber das ist, glaube ich, nicht die Idee. Das ist jetzt nämlich hier weggeräumt. Und wir können hier einfach schön lang gehen. In der Kanalisation. Hier hoch. Zack, 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 zack. Und in den Aufzug und sind. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Achso, Twinkle Park. Weil natürlich, aus der Kanalisation kommt man ganz einfach in den Twinkle Park. Fragt mich bitte nicht, wieso. Aber wieso nicht? Froggy wollte in Twinkle Park und jetzt sind wir hier auch im Twinkle Park. Frag mich doch nicht, warum. Wir können auf jeden Fall als Big die Angel auswerfen. Und das ist der Hauptpunkt. Wir können einfach mal sagen, werfen wir mal die Angel hier hin.
und können mal gucken, ob irgendetwas anbeißt. Es, oh, das ist sogar schon Froggy. Ein anderer Fisch das jetzt. Gucken wir mal, ob irgendwas anbeißt. Und da ist der Punkt. Wir wollen Sachen angeln. Wenn Froggy anbeißt, dann ist perfekt. Ich weiß nicht mehr bei Will genau, wie das funktioniert. Und keine Ahnung. Aber wir finden es jetzt heraus. Also irgendwas muss er anbeißen. Dann ist er fein. Ich glaube, genau. Ich kann mit den normalen Action-Button einziehen. Und ich kann ein bisschen die Höhe auch beeinflussen. Das ist zum Beispiel ein Fisch, der denkt... Nee, denkt sich nicht. Okay, weil wir werfen einfach nochmal aus. Mit Leertaste ziehe ich mehr zurück. Mit Z ziehe ich ganz auf. Oh, da kommt sogar was. Und jetzt, glaube ich, ziehen wir. Der zieht zurück und müssen halt gucken, dass wir nicht, genau, zu hart ziehen. Oh Gott. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott, wir müssen halt ein bisschen hier Druck ablassen. Und jetzt... Komm schon. Wir kriegen dich... Oh, goddammit. Oh nein. Wait, haben wir ein Leben verloren? Ja, und das ist big. Und deswegen sind wir hier bei der großen Angel-Episode. Prinzipiell ist die Idee, einfach Froggy zu angeln. Der Rest ist einfach nur für Punkte, meine ich. Dementsprechend ist es eigentlich irrelevant. Ziemlich irrelevant, aber you know, sind nicht. Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen weitergehen, bis Froggy da ist. Der ist nämlich da unten. Und um den zu kriegen, das wird doch interessant, weil ich bin kein Profi. Aber wir wissen, es ist der Männersportangel, genau. Das machen wir hier. Und Froggy, da ist er ja. Guck mal, vielleicht kriegt er das mit. Da, guck mal, Froggy. Da, Froggy, mein Freund, Froggy. Ach, komm schon, Froggy. Da ist er doch lecker. Lecker Köder. Ach Gott, der mit Froggy. Froggy. Lecker Köder, Froggy. Yum. Ach Gott, verdammt. Ja, und das müssen wir jetzt ein paar Mal machen, bis der andere. Das sind tatsächlich die Bigs Level. Alle. Und das ist super, oder? Das ist doch klasse. Das ist der Content, für den ihr einschaltet. Die große Angel-Episode. Ich glaube, ich werde mir ein paar Themen überleben, über die ich rede. Ah? Goddammit. Froggy kommt. Ich meine, ihr kommt immer näher. Was ist irgendwie? Ihr beißt nicht ganz an. Ich weiß auch nicht genau. Ich meine, ich glaube, es gibt auch kein Tutorial, was irgendwie ein bisschen weird ist. Also das ganze Big Ding ist. Ah, komm, Froggy. Hallo. Oh nein. Nein. Ich glaube, wir haben ein bisschen gebuggt. Oh nein. Nein! Froggy. Komm her, mein Junge. Schau. Oh nein. Ihr merkt das hin und her gerade auch, oder? Wir haben Froggy verloren. Moment. Und wo ist Froggy hin? Wir haben Froggy wirklich verloren. Moment. Wir ziehen mal zurück. Oh nein. Komm da raus da. Raus da. Oh nein. Okay, warte. Ist Froggy noch hier drin? Moment. Ah, da ist. Okay, Froggy hat sich. Wir haben Froggy weggespawnt. Das ist ja wunderbar. Ja, und deswegen, ich bin kein Angelprofi, aber wir können ja mal über den männlichen Angelsport reden. Denn ich bin tatsächlich ein Fan von Angeln in Videospielen. Das ist immer sehr entspannt. So in Minecraft ist eine der ersten Sachen, die ich mache, zu angeln. Aber weil, ich meine, es ist halt entspannt. Du kriegst halt gute Items und so. Und wenn ich hier irgendwas Cooles kriegen würde, fand ich mir, wir angeln hier. Wir haben einen Fisch geangelt. Unglaublich, ne? Ja, wir wollen aber auf Froggy angeln. Ich weiß nicht, warum man nicht anbeißt. Ob ich irgendwas machen kann, damit er anbeißt? Kriege ich hier irgendwo ein Tutorial dafür? Ich glaube nicht. Das ist das größte Problem irgendwie. Ist hier Froggy? Froggy? Ich meine, so ein Pokémon und so weiter, das angeln halt immer so ein bisschen. Kann man noch angeln? Anscheinend kann man in Stardew Valley angeln. Froggy. Ich bin hier. Froggy, dein Freund. Da, Froggy. Goddammit. Froggy. Ich hab mal nach unten gedrückt, das hat geklappt. Froggy, okay, wir kriegen Froggy, guys. Alles ist gut. Okay, wir ziehen. Nein, Froggy, alles gut. Froggy, nein, du willst zu mir. Ich bin Big, dein Freund. Big, guck. Froggy, nein. Komm, Froggy. Froggy, ach komm, nee, Froggy, du willst dich doch nicht losreißen. Was soll das denn? Hier, einfach komm zu mir. Nein, komm einfach zu mir. Einfach zu mir kommen, Froggy. Es ist doch alles gut. Alles ist fein. Alles ist immer gut. Guck doch mal, wie gut du bei bist. Bist doch fast bei mir.
Alles ist gut, Froggy, wir haben das Level fast. Ich habe die Big Level fast nie geschafft, weil Froggy nicht angebissen hat. Aber anscheinend muss man das mit runterdrücken schon machen. Und wir haben ihn. Let's go, Boys. Let's go. Let's go. Wir haben den Frosch geangelt. Und diese Level dauern. Und deswegen, not too bad, genau. Big ist besonders. Wie gesagt, das ist die große Angel-Episode. Wir werden noch ein bisschen angeln, weil das möchte ich in alles in eine Episode reinklatschen, weil das hauen wir alles schnell durch. Anscheinend müssen wir im Eislevel angeln, weil wieso nicht? Gehen wir dahin, gehen wir zum Eislevel und holen uns dann das Ganze. Also, ja gut, das hat eine mehr als einfach. Moment, was? Normalerweise kann ich doch dahin, um. Okay, Guys, die haben irgendwas anders gemacht. Aber wir haben ja hier unsere schöne Fee, die sagt, was zu tun ist. Wo haben die denn hingelegt? Habe ich. Ich hab's. Moment. Okay, Guys, ich bin komplett lost anscheinend. Was? Haben die den Eisturm. Die haben den Eisturm woanders hingelegt, oder? Hey, da ist Amy! Hey, Amy! Okay, dann geh einkaufen. Ich glaube, sie hat noch nicht Birdie auf dem Punkt. Okay, ja. Also, was eigentlich recht interessant ist, das heißt, Amy ohne Birdie. Ich meine, was wir machen. Ist hier irgendwo der Eisstein? Ich habe halt. Yo! Pass auf! Ich habe jetzt nicht krass aufgepasst. Ansonsten müsste ich mir das Footage nochmal angucken. Probably gucke ich mir einfach das Footage nochmal an. Wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn ich weiß, wo der Eisstein sein soll. Okay, bis gleich. Okay, ich habe eine Idee. Genau, da. Weil das ja auch Sinn ergibt, dass der plötzlich woanders ist. Ich meine, Big ist nicht so der Typ, der ins Casino geht, vermutlich. Aber, oh nein, 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 Big, okay. Yo, ich wollte den Wagen klauen, aber okay. Wir gehen zu den Mystic Runes mit unserer Angel. Das ist fein. Mit unserem schönen Eisstein und gehen wieder Froggy kriegen, weil das ist der Plan. Wir brauchen Froggy. Froggy ist unser Lebensinhalt. Ich weiß gar nicht, wo Froggy. Wie ist Froggy jetzt wieder entkommen? Wir haben ihn geangelt und dann plötzlich. Ne, gehen die Mystic Runes. Ja, das mit der Story. Big ist irgendwie so der weirdeste Charakter. Und irgendwie das. Den hättest du auch rausstreichen können. So ein Minigame mit Big machen und dann ist fein, aber das alles ist irgendwie, ja, besonders toll. Aber gut, wir waren hier schon mal, wir wissen natürlich hier, guck mal, diese schöne Eishöhle, können hier unseren schönen Stein ablegen und der Schlüssel schwebt wunderbar. Können wir, bestimmt gibt es irgendwelche Bugs, die du machen kannst. Die Speedrunner, die Big Speedrunner, die wissen bestimmt, was man machen kann. Ich habe Angst, dass ich hier, oh. Oh ja, stimmt, das bekommt er. Hm? Er kriegt noch einen Schwimmring. Noch ein Upgrade für Big. Cool. Wie können wir jetzt schwimmen, Boys? Okay, probieren wir weg mal aus. Guck mal, zack und wumm. Cool, nicht wahr? Was wir nicht alles können. Okay, gehen wir mal hier hoch. Okay, nehmen wir mal das nicht. Okay, kletter einfach ganz normal hoch. Das kann er, klettern kann er, Boy. Okay, Ice Cap, ich weiß gar nicht. Oh Gott, weiß ich, wo Froggy ist. Der müsste irgendwo. Ui. Der ist einfach hingefallen, habt ihr das gesehen? Kann ich den hochheben und. Kann ich den schieben? Nein. Okay, hier scheint erstmal nichts zu sein, nichts, wo ich angeln kann. Hier kann ich hochspringen, was wir bringen. Oh Gott. Ah. Aber ich kann hier schon mal weiterkommen. Guck mal, ein kleiner Shortcut. Aber es ist ein. Oh, guck mal, ein Level. Und noch was, und noch was. Ich meine, es ist nicht direkt nur Angeln hier, was. Oh, never mind. Was passiert denn hier? Hä? Wie mit einem Felsen, aber das ist einfach. Ich kann ihn nicht aufheben. Ich meine, ich sehe den Felsen und. Kann ich den. Nee, hä? Was will der von? Kann ich denn einfach. Oh Gott. Seht das jetzt? Kann man kaputt. Okay, ich kann ja. Da ist aber Froggy. Never mind. Warum sollte ich auch mich jucken für das Level? Nehmen wir das einfach und angeln Froggy. Ja, es ist weird.
Okay. Froggy, komm her. Wo bist du, mein Boy? Ich glaube, angeln wird, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn man mehr Gramm geangelt hat in dem Sinne. Ich bin mir nicht genau sicher. Okay, ich habe oben und unten gedrückt. Das hat funktioniert anscheinend. Ich weiß auch nicht, warum das funktioniert. Aber hey, wieso nicht? Und ich nehme das und komm, Froggy. Komm, Froggy. Geh zu deinem Boy, zu Big. Big ist dein Freund. Big ist dein Freund. Dein Freund. Und du willst doch zu deinem Freund gehen. Weißt du? Wir kennen uns vielleicht noch nicht so lange, aber Big, Big, den kennst du. Easy peasy. Easy Level. Wie, oder? Du hast deinen Freund wieder, Big. Alles ist doch gut, so. Du kannst auch wieder happy und schön... Genau, siehst du das Froggy wieder? Alles ist doch gut, Big. Alles ist doch Wunderbärchen. Genau, bist schon wieder in Mystic Rune Salt. Ja, und was ist mit Froggy? Keine Ahnung. Warum sind wir hier und... Ja, Big Story ist besonders Big. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Es ist einfach super weird, weil ich muss mir jetzt... Ich habe nicht die Wahl, ich muss mir einen Hinweis einfach handeln, wo ich hingeben muss. Weil es irgendwie hier auch sonst nichts gibt. Die Augen von Big sind auch so seltsam, ne? Als würde er in deine Seele stachen. Ah doch, hier gibt es eine Sequenz. Okay. Wieso hat Tails Froggy? Wir haben hier doch gerade geangelt. Warum? Ja, das ist, okay, ich hätte aber zugeben, echt Schiss, wenn er auf mich zuläuft. Yo, Tails. Fällt aber nur hin. Oh Mann. Yo. Wenn der, oh boy. Oh boy, ist das creepy. Oh nein. Froggy haut wieder ab. Oh Mann. Und was mache ich denn jetzt, Froggy? Oh Mann, oh Mann. Ja, Tails, bist du... Tails, was soll das denn? Ja, oder weil, wenn ich den nicht immer einfach verlieren würde, dann wäre auch alles gut, aber... Nö. Muss jetzt eigentlich hin, ist in die Richtung wieder. Ist er wieder zurück zu Station Square? Gucken wir mal nach. Was sagt unsere treue Fee hier? Ja, natürlich. Natürlich gehen wir zurück nach Station Square, weil der den ganzen Weg jetzt zu Fuß natürlich... in. Ich meine, von der Richtung gibt's... Ja, ich meine, ich muss nicht. Ich muss es nicht verstecken, dass Big, ja. Tolles. Ganz toller Charakter. Oh. Boy. Ich dachte, ich. Sonic. Ich meine, das ist ganz cool, dass die anderen Charaktere sind. Das kennen wir auch ein bisschen. Ah, keine Sorge, du rettest Amy noch. Das haben wir schon gesehen. Alles ist gut. Froggy? Wo ist Froggy? Na, da ist er. Froggy! Mein Boy! Wir kriegen dich schon. Keine Sorge. Auch wenn du zum Strand gehst und durch die Tür springst. Okay, Froggy, wir holen dich schon. Alles ist gut, mein Mann. Alles ist gut, mein Mann. Wir kriegen dich. Let's go. Oh Mann, oh Mann. Okay, auf damit. Oh, ah, rein hier. Let's go, Froggy. Wir kriegen dich schon. Okay, da war eine kleine Unsichtbare. Emerald Coast. Ich glaube, hier muss man den tatsächlich sogar mal ein bisschen suchen. Krass, nicht? Ich glaube, kann ich den... Oh Gott, wie kill ich die? Ich glaube, kann ich mit der Angel... Okay, ja, ich lasse sie einfach in Ruhe. Wir müssen ja Froggy einfach suchen. Das ist aber recht, das ist ein cooleres Big Level. Weil das ist einfach, guck mal, schön am Strand, was angeln, ne? Da kannst du bestimmt schön Zeit vertreiben als Minigame-Sachen, aber, ja. Kannst sogar ein Hai angeln, ne? Das ist eigentlich recht cool. Aber wo ist Froggy? Froggy! Froggy! Okay, ist er hier? Oh ja, das ist eigentlich recht cool. Hier gibt es sogar eine Höhle, wo du runterschwimmen kannst. Eigentlich, das ist ein cooles Level, muss ich sagen. Ob ihr Froggy irgendwie ist und wie ich den finde, ist was anderes, aber es ist eigentlich schon ziemlich cool. Also dieses Level zumindest. Tauchen wir mal auf, gehen runter, weil gehen wir mal in diese Geheimhöhle. Froggy? Bist du hier? Gucken wir mal. Weil vielleicht ist er hier. Oh Gott. Oh, da. Vielleicht hatte ich hier Kopfschmerzen. Müsste eigentlich hier sein. So von der Logik vom Level-Layout müsste ja Froggy sein. Aber
Also ich will Froggy immer hier hinpacken, weil es einfach cool ist, hier zu sein. Ich sehe aber keinen Froggy, wenn ich ganz ehrlich bin. Seht ihr Froggy? Ich schwimme mal rum, aber hier sieht's nicht nach Froggy aus. Was ich nicht verstehe. Gibt's bestimmt irgendwie einen sehr, sehr, sehr raren Fisch oder sowas. Und du kriegst ein Achievement, wenn du den Fisch angelst. Aber, kein Froggy. Was ich nicht verstehe, weil das ist so ein cooles Konzept, dass du hier einfach runtertauchst und die geheime Höhle gehst und dort sich Froggy versteckt hat. Aber nope. Nein, natürlich nicht. Das ja, ihr merkt, es ist ganz besonders hier, wie das hier aufgesetzt ist. Ich meine, da hinten war ein kleines Navi-Ding, da können wir mal nachfragen. Der wird bestimmt wissen, wo ich hingehen muss. Kleines Navi-Ding, sag mir mal, wo ist denn Froggy? Wo ist er denn? Wo? Also, habe ich doch schon. Ich glaube, hier bin ich noch nicht lang, ne? Genau. Vermutlich ist Froggy hier da hinten irgendwo. Nee. Ich popp natürlich irgendwie auf. Dann mal ein paar Haie und so weiter. Ich meine, für den Angler, für den Anstehenden ist das sicherlich was. Ah, ich glaube, stimmt, ich glaube, Froggy war sogar hier irgendwo. Wenn ich mich sogar recht entsinne. Falls mich mein Gedächtnis nicht trügt, müsste der hier drin sein. Ich kann mich natürlich auch irren. Da ist er. Da ist Froggy. Okay, super. Ja, ich habe das ja schon mal. Oh Gott. Schon gespielt. Okay, Froggy müsste. Da. Froggy? Froggy? Nein, ich möchte nicht nach Mai haben. Da ist Froggy. Froggy? Komm schon. Komm schon, mein Junge. Komm schon, du weißt doch, dass er bei mir sein muss. Wir beide. Da ist Froggy, das wird. Komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Okay. Man muss anscheinend nach unten drücken, damit er anbeißt. Ich weiß auch nicht warum. Aber komm schon, Froggy, let's go, let's go. Let's go, mein Boy. Ich komm hier, mein Junge. Ich weiß, Strand ist cool und so weiter. Strand ist viel besser mit. Der hat mir Bomben beworfen. Dieser Penner. Ich glaube, ich kann. Wie besiege ich den? Kann ich auf ihn drauf springen? Wie besiege ich den? Ah, ich kann den einfach hauen und okay. Mann! Der trainiert. Ich meine, ich habe die Bombe auch vom Balpen gesehen und so. Froggy! Froggy, mein Boy! Hallo, ich bin hier! Let's go, Froggy, let's go, let's go! Wir machen das jetzt. Keine Bomben mehr, nichts, was mehr uns auseinander bringt. Froggy, Froggy, alles easy, Froggy, alles easy. Ich bin ein Boy Big, ich bin ein Boy Big. Dann Boy Big. Komm schon, ich sitze doch hier schön bei dir. Komm, lass uns einfach einen schönen Sonnentrip am Strand machen. Ist doch alles gut, Froggy. Ist doch alles gut. Nur der Case, der muss dich doch nicht verrückt machen. Ich bin ein Boy, dein Boy Big. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist easy. Man muss ihn auch zwischen Z. Z ist halt leichtes Einholen. Mit Leertaste ist halt großes Einholen. Und Z ist halt einfach. Und da haben wir wieder Froggy. Easy peasy win. GG. No re. Oder sowas. Ja, wir sind halt der beste Angler und haben Froggy wieder geangelt und die Kamera ist unterm Wasser, weil warum auch nicht. Ja, diesmal haben wir Froggy sogar gecaptured und da kommt da kommt Gamma. Der Gamma lacht sich einfach einer. Guckt euch Gamma an. Guckt ihn euch an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. No, Froggy, no. Froggy! Oh ja, na, da sehen wir die tolle Animation, wie das Raumschiff hochfliegt. Ich weiß nicht, ob es hochgeflogen ist. Ich müsste zeitlich passen. Die haben die Big Story bestimmt super angepasst. Ja, das Raumschiff fliegt. Wir brauchen Froggy zurück. Und Froggy? Froggy schwimmt ja. Wie sind wir hierher gekommen? Wie ist Big hierher gekommen? Wie bist du da hingekommen? Ich meine, gestern hat Gamma gefolgt, aber wie bist du hier hingekommen? Was? Froggy? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Your friend is in the hot shelter. Im Hot Shelter? Moment, ist das hier der Hot Shelter? Oh ja, ab in den Hot Shelter. Froggy? Okay, cool. Ich darf Aufzug fahren und Froggy angeln.
Im Hot Shelter. Ich weiß gar nicht, ob wir die Stage schon mal hatten, by the way. Es kann das erste Mal sein, dass wir im Hot Shelter. Ja, doch, das ist das erste Mal die Hot Shelter Stage. Ich glaube, es war die letzte Big Stage, um ehrlich zu sein, schon. Ja, wir machen jetzt aber Big durch. Also, Big ist. Ist hier Froggy? Nee, aber ich muss gucken, wo ich dann gleich checken muss. Aber wir haben jetzt gelernt. Bam, auf Wiedersehen. Hier sehen wir keinen Froggy. Wir müssen halt gucken, welchem Aquarium Froggy ist. Oh, le. Ui, yo! Yo, Speedy! Speedy Boy! Speedy Big. Let's go, let's go, Big. Let's go, let's go, let's go. Go, 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 go. Ist hier Froggy? Okay, hier ist kein Wasser. Never mind. Komm, jump, 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 jump. Wait. What? Das Froggy? Wie ist das eine Cutscene? Froggy? Froggy? Yes, Froggy? Looks like you need my help. Ja. Was machen wir? This must be the emergency drainage. Let's go. Kriegen wir Froggy so da raus, oder? Ah, das ganze Wasser geht hier rein und damit auch Froggy. Und so können wir Froggy angeln. Ah, da ist unser Junge. Aha. Froggy. Let's go, wir kriegen dich. Froggy? Froggy? Mein Junge? Wo bist du? Froggy. 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 Komm schon, Froggy. Froggy? 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 Da, da, da. Der hat reagiert, Froggy. Komm, 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 komm. Beiß an, beiß an. Ah, let's go, Froggy, let's go. Wir holen dich hier raus, Mann. Wir holen dich hier raus. Der Dr. Eggman, der kriegt dich nicht. Nie im Leben. Froggy, du bist mein Boy. Du bist mein Boy. Ich will dir doch noch was Gutes. Wie willst du gefangen werden? Nein, Froggy, nein. Du wirst doch nicht gefangen werden, Froggy. Ich bin ein Junge. Ich bin big. Ich bin big. Ich bin, weißt du, wie big ich bin, Froggy? Los geht's, Froggy. Los geht's. Go, go, go. Ah, easy, Froggy, gesaved. Dr. Eggman kann gar nichts. Easy win. Easy life. Auf Wiedersehen, Dr. Eggman. Wir haben Froggy gesaved. Tag gerettet, Froggy ist da, alles ist gut. Easy peasy, lemon squeezy. Big ist unser Boy. Haha. Das sind die Bubbles. Haha. Wir haben ihn. Wir werden nie wieder auseinandergebracht, aber wir wissen leider, was diese Musik zeigt. Wir werden in die Vergangenheit geportet, um Froggy zu verlieren. Nein, Froggy, wir dürfen nicht auseinandergebracht werden. Die bösen Mächte wollen uns wegbringen. Ja, was will man sagen? Es ist passiert. Where am I? Wo ist Big? Froggy? Na, Froggy ist jetzt weg. Na, wunderbar. Froggy, bist du hier? Froggy? Ja, hier sind wir die schönen Case. Das ist hier wieder die schöne Vergangenheit und hier steht wieder die liebe, nette Hallöchen. Wow. Ist das Froggy? Okay. Sie darf hier bleiben. Darf Froggy hier bleiben? Ist Froggy hier? Hast du Froggy gesehen? Wenn du mir sagst, wo Froggy ist. Aha. Sieben Emeralds. Ich verstehe schon. Ja. Und? Froggy? Ist er hier? Hm. Wie, ha? Was? Was? Ist da Froggy? Kann es sein, dass da Froggy ist? Froggy? Die sieben Chaos, ja. Das ist überhaupt selbst der Master Emerald. Chaos? Gibt schon Sinn irgendwie von dem Ganzen hier. Ich meine, so von der Story, wie ich es verstehe, ist glaube ich, ist Chaos nicht aus dem Master Emerald ausgebrochen oder aus dem Master Emerald zerstört und ist Chaos damit frei geworden und die Chaos Emeralds wurden verteilt. Oh, wir haben doch noch Froggy! Froggy! I don't like the looks of this place. Nee, Froggy, lass mal gehen. Wir haben ihn noch. Oh nein. It's something happens now. There's no point to my rescuing you. Yeah. I don't know who would bother to save us both. Genau, Froggy. We better get going, buddy. Los geht's. Emergency alert has been canceled. Resuming monorail operations. Also wir haben jetzt auf jeden Fall Froggy unseren Boy. Jetzt geht's back. Ich glaube, wir müssen use the monorail to get out of monorail. The
Monorail. Okay, lass mal die Monorail verwenden. Ich glaube, wir können... wie kommen wir auf die Monorail? Ich glaube, ich muss auf die Seite. Kann ich mich hier hinstellen? Kommt die Monorail dann? Ja, Monorail. Ich weiß ja, was ich mache. Das ist auch was sehr erklärt, wenn ich auf die Monorail komme. Ich meine, hier irgendwo kann ich auf die Monorail kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was sagt ihr hier? Hallo? Monorail? Nur mit Ausweis, ich habe keinen Ausweis. Okay, Monorail. Monorail. Moment, ich kann doch ein bisschen erkunden. Wo sitzen hier nach der Monorail auf? Monorail. Da unten. Zack, bam. Bing. Das erklärt so. Wir sind ein bisschen am Stepptanzen. Oh Gott, ich sehe schon. Let's go. Monorail. Komm schon. Monorail. Auf Wiedersehen. Sind wir auf dem Egg Carrier? Hallöchen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin möchte. Ich glaube, hier geht's hoch. Fahren wir mal hier hoch. Wieso nicht? Let's go. Oh, da sind Leute gelandet. Wer das wohl sein könnte. Haben wir eventuell schon gesehen, dass das Sonic Tate sein könnte. Hier können wir hoch. Jumpen wir mal. Wieso nicht? Kann ja nichts passieren. Oh, das. Das Chaos. Und, der fliegt da einfach so. Wieso nicht? Und was passiert jetzt? Froggy? Chaos. Was machst du ja, Chaos? Chaos. Lass das bitte. Geh weg von mir und Froggy. Oder von Froggy und mir, denn nee. Big nennt sich zuletzt. Ja. Wie richtet er dich? Nein. Nein. Nicht Froggy. Nicht Froggy. Chaos. Nein. Nein. Lass Froggy in Ruhe. Lass Froggy in Ruhe. Froggy. Froggy, mein Freund. Froggy. Froggy, bleib bei mir. Bleib bei mir, mein Junge. Das ist mein Glücksbringer, Froggy. Froggy, behalt ihn. Er darf ihn nicht... Froggy, nein! Oh nein, er ist stärker geworden. Oh nein. Wie der Frosch. Nein, nicht der Frosch. Der Schwanz. Oh nein, Plot Twist. Der Frosch hat den Schwanz von Chaos. Nicht nur den Chaos Emerald. Nein, er darf Froggy nicht bekommen. Froggy, nein. Froggy, nein. Froggy, nein! Froggy! Oh nein. Er hat Froggy bekommen. Und deswegen hat er den Schwanz. Ja, ich konnte mich an den Plotpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr erinnern. Es ist ein bisschen... Egal. Froggy, nein! Ja. Oh nein. Aber wir müssen Froggy wieder zurückholen. What? Froggy? Wir kriegen ihn. Genau. Keine Sorge, Froggy. Wir kriegen dich. Ja. Das ist Froggy. So wie Sonic macht, kill den. Nein. Nein, Sonic. Nein, Sonic. Wir holen ihn zurück. Es ist unsere Aufgabe. Keine Angst, Froggy. Wir schaffen das. Wir holen dich. Du bist unser Junge. Unser Junge. Hörst du das? Chaos. Wir werden dich besiegen, um Froggy zurückzuholen. Ja, wir müssen gegen Chaos als Big mit der Angel kämpfen. Yep. 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 Ist tatsächlich der Play. Okay. Oh. Ich meine, man muss es nicht verstehen, ne? Und, oh Gott. Oh Gott, damit. Okay, anscheinend hat er ja... Okay, so wie ich es verstehe gerade, sind so Ziele, die man nutzen kann. Wir werfen sie mal. Okay. Okay, und Froggy? Wir haben ihn! Wait, das war's schon? Moment. Easy, Boss! Wir haben Froggy zurück. Okay. Okay. Ich dachte, da ist ein bisschen mehr. Yeah, wir haben Froggy wieder. Hinter uns ist ein Monster, das uns töten möchte. Aber ist egal. Froggy hat den Schwanz in mir.
Okay, wir rennen einfach. Wir haben keinen Flieger. Wie kommen wir zurück? Oh nein. Wir müssen weg. Froggy, wir schaffen das. Mach dir keine Sorgen. Oh, ach so, wir nehmen den Flieger von... Wir klauen den einfach. Tja, Tails. Wir müssen raus. Ja, wieso nicht? Wir fliegen einfach mal damit. Froggy. Ja. Oh, das haben wir noch nicht gesehen. Der Carrier explodiert. Oh oh. Wie das aussieht, wie die da fliehen, das passt halt gar nicht zu dem Hintergrund. Aber alles ist gut. Wir haben Froggy. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nie. In dem im Wald von den Mystic Ruins. Aber wir haben Froggy zurück. Leben ist gut. Und Big is happy. Let's go. Spring einfach mal runter. Wieso nicht? Let's go. Wir verbringen unsere letzten Tage schön mit Froggy am Angeln. Unser Partner in Crime. Froggy und Big. Was für eine schöne Geschichte. Was für eine wunderbare Geschichte. Ach ja. Schöne, schöne Freunde. Beste Freunde, wenn man vielleicht sogar sagen mal. Guck mal, wie wir am Feiern sind, dass wir wieder Froggy haben. Und Froggy schaut uns zu, denn Froggy ist unser Boy. Er ist unser Frosch und wir sind sein Big, sein Bigger Big. Und dementsprechend klappt das doch. Hat super geklappt. Und das war Big, meine Damen und Herren. Ja. Deswegen wollte ich den durchballern. Das tue ich euch nicht mehrere Episoden an, weil ich weiß nicht, was sie sich bei Big gedacht haben. Froggy. Und ich würde einfach mal sagen, das war Big. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder von Sonic Adventure DX. Die Credits sehen wir noch ein paar Mal, deswegen will ich so skippen. Und ich sag dann mal, bis dann. Und ciao.